Das Gebot, das, auf das ich dich heute verpflichte, geht nicht über deine Kraft hinaus. Das steht im Buch der Deuteronomium, aus dem wir heute gehört haben. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich habe manchmal den Eindruck, Gott hat sich da gewaltig geirrt. Man muss sich die Geschichte des Volkes Israel anschauen und dann erkennt man, dass das nicht wirklich zutrifft. Weil wie viele Male musste Gott den Bund mit seinem Volk erneuern? Der erste Bund im Paradies gescheitert, zweite Noah oder Abraham, Noah, weitere, dann Mose, etliche Male wiederholt in der Wanderung durch die Wüste und später noch viele Male. Nichts hat gehalten. Das, was Gott den Menschen ans Herz gelegt hat, funktioniert nicht. Die Frage ist, warum? Hat sich Gott wirklich geirrt oder gibt es einen anderen Grund dafür? Und klar, Gott irrt nicht. Aber wir Menschen irren. Wie sehr wir irren und worum es hier geht, also in diesem Bild vom irrenden Volk Gottes, kann man auch erkennen an den letzten Ereignissen. Diese Woche war ich auf Kinderlager und habe es nicht so wirklich mitbekommen, aber ihr habt sicher gehört über die Ereignisse in Dallas, in den Vereinigten Staaten, wo ein mehr oder weniger verzweifelter Mensch zu Waffe gegriffen hat und andere erschossen hat, gezielt, weil er sich als Farbiger von der Polizeigewalt irgendwie bedroht fühlte oder seine farbigen Mitbürger als bedroht sah, hat er gezielt weiße Beamte abgeknallt, wie Tiere. Und was er dort gemacht hat, ist eigentlich Gerechtigkeit. Weil das ist gerecht, sich für die eigenen Leute einzusetzen. Es ist gerecht, sie zu verteidigen. Es ist gerecht, zu bestrafen, wenn jemand sich gegen das eigene Volk, gegen die eigenen Leute vergangen hat. So ganz nüchtern betrachtet. Dieser Mann, der dann auch erschossen wurde und ihm der ganze Prozess erspart blieb dadurch, steht jetzt vor einem anderen Gericht, muss sich vor Gott verantworten für das, was er getan hat. Aber ich wette, dass er der Überzeugung war, er tut eine gerechte Sache, auch wenn er sicher krank im Kopf war. Aber er war sicher davon überzeugt, dass was er tut, ist das Verschaffen der Gerechtigkeit für sein unterdrücktes Volk. Oder wie er es da ausgedrückt hat, das ist nicht wichtig. Und ich glaube, deswegen funktioniert das, was Gott seinem Volk ans Herz gelegt hat, nicht wirklich. Weil es als solch eine Gerechtigkeit verstanden wird. Wobei Gott immer wieder durch seine Propheten wiederholt sagte, meine Gerechtigkeit, eure Gerechtigkeit haben nichts miteinander zu tun. Jesus stellt heute einen augenscheinlich anderen Weg als den, der das Volk Gottes vor Augen hatte. Also, wenn du einen Juden fragst, wie kann man ein guter Mensch sein? Befolge die Gesetze, sei gerecht. Das ist das Höchste, was du tun kannst. Aber was Gott unter Gerechtigkeit versteht, fragt sich kaum einer. Und Jesus will es heute erklären, mir und dir noch einmal. Und einerseits sehen wir diesen armen Tropf, der da irgendwo im Graben liegt, überfallen, verwundet, kann nicht weiter. Und er war auch auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Das ist auch ein Bild, das Jesus verwendet, dafür, wie wir Menschen sind.
Jerusalem, das Heiligste, da wohnt Gott für die Juden. Jericho liegt unter dem Meeresspiegel, mehr als 1000 Meter Höhenunterschied liegen zwischen den zwei Städten, steht in der Bibel sehr oft, ja, für etwas Menschliches. Also du steigst von oben herab nach unten und dabei wirst du verwundet. Und wer schon ein bisschen älter ist, wird es auch vielleicht an seinem Leben erkennen. Kannst du dich vielleicht erinnern, was du geträumt hast, als du 20 warst oder 15, was du alles in Bewegung setzen wolltest und was daraus geworden ist? Weil sehr oft machen wir uns auf diesen Weg von dieser heiligen Stadt, dieser Überzeugung, für das Gute eintreten zu können, nach Jericho hinab. Und unterwegs wird man verwundet, manchmal so sehr, dass man nicht mehr aufstehen kann. Und da sieht man diesen Menschen im Graben. Vielleicht befandst du dich eines Tages in so einem Graben, wo du nichts mehr wusstest. Und neben diesem Menschen gibt es noch einen anderen. Einer, der die Gerechtigkeit der Juden nicht kennt. Samariter ist kein Jude, er kennt das Gesetz nicht, das die Pharisäer und Gesetzeslehrer ausgelegt haben. Der Priester und der Levit kennen die Gesetze. Und weil sie sie vor Augen haben, sind sie unfähig, etwas zu tun. Und dieser eine, der in sein Herz schaut und in die Not dieses Menschen sieht, nur er erfüllt das Gesetz in Wirklichkeit. Es ist schon erstaunlich, dass Jesus einen Ungläubigen, für die Juden wie ein Hund, als wirkliches Beispiel zur Nachfolge stellt. Du kennst auch sicher solche Menschen, die nicht an Christus glauben und Wunderbares vollbringen. Und die Kirche lehrt vom Anfang an, folge ihnen in ihren Taten nach, wo sie der Gerechtigkeit Gottes entsprechen, nicht der menschlichen. Weil diese Gerechtigkeit Gottes wird nur von einem Prinzip geleitet, von der Liebe. Das ist das Einzige, was Gott vor Augen hat. Ihn interessiert es nicht, wie viele Male du am Sonntag in der Kirche warst, wie viele Kirchengebote und andere du erfüllt hast oder gebrochen hast. Das kann für mich persönlich wichtig sein, weil es mich verändert, wenn ich sündige. Aber Gott hat das nicht vor Augen. Er ist kein Erbsenzähler. Er ist großzügig. Und das Erstaunlichste, was Jesus heute sagt, wird von diesem Gesetzeslehrer ausgesprochen. Er fragt ihn, wer ist dieser Nächste, der da an ihn barmherzig gehandelt hat. Barmherzigkeit ist Liebe. Und die Barmherzigkeit soll der Prüfstein sein für mein und dein Handeln, nicht die Gesetze. Die sind wichtig, aber die führen zu Liebe und Barmherzigkeit, sollen auf jeden Fall. Wo sie missverstanden werden, führen sie zu etwas ganz anderem. Zu Dingen, wie wir es in Dallas gesehen haben und immer wieder zu hören, zu sehen bekommen. Vielleicht nicht so extrem, Gott sei Dank, aber doch. Das ist so, wie ich jetzt letzte Woche einkaufen war. Hab Semmel geholt. 50 Stück musste ich holen. Ja, und ihr könnt es euch vorstellen, das dauert ja ewig lange, wenn man es mit der Zange rausholt, ne, in einem Geschäft. So wie ich bin, habe ich einfach aufgemacht und alles reingeschlichtet. Da ist eine ältere Dame gekommen und gesagt, ja, aber das muss man mit der Zange machen. Ja, sicher, ne, aber ich habe keine Lust, eine halbe Stunde lang zu sehen. Das ist ein schwaches Beispiel. Aber um so einen Unterschied geht es ein bisschen. Worum geht es hier?
dass man die anderen Semmeln nicht berührt. Habe ich auch nicht getan. Ja, warum soll ich dann die Zange benutzen, nur damit diese Dame zufriedengestellt wird, wenn hungrige Kinder auf mich warten? So hungrig waren sie nicht, aber das ist nur ein Beispiel. Gott will, dass ich und du barmherzig handeln, ausnahmslos. Und ich glaube, dass auch deswegen Papst Franziskus auf seinen großen Widerstand innerhalb der katholischen Kirche manchmal stößt. Oder er ruft sehr viele Diskussionen hervor, auf jeden Fall. Weil er dieses Prinzip der barmherzigen Liebe Gottes über alles andere stellt. Das ist Papst Franziskus. Wie lebst du? Das ist die entscheidende Frage. Kannst du in deinem Alltag dieses Prinzip der Barmherzigkeit zu dem höchsten Wert, nach dem du handelst, machen? Ich nicht, aber ich bemühe mich. Ich vermute, viele von euch, vielleicht alle, bemühen sich auch darum. Und wo du scheiterst, liegst vielleicht ein bisschen im Graben, wie dieser eine, von dem Jesus gesprochen hat. Aber da kommt sicher einer vorbei, der dich aus diesem Graben herausholen kann. Mit Sicherheit, weil Gott barmherzig ist und er schickt dir zuerst seinen Priester, seinen jüdischen Priester, dann einen Leviten, die es sehen und nicht erkennen. Und irgendwann kommt der Samariter, der dich aus dem Graben holt und du kannst dann weiterhin barmherzig wie Gott sein. Das ist eine sehr hohe Aufgabe, weil sie entscheidet sich in sehr vielen kleinen Begegnungen. Ich ermutige dich, versuche darauf zu achten, dass das, wie du handelst, von Barmherzigkeit gezeichnet wird und nicht von dem Streben nach Gerechtigkeit. Weil dieses Streben nach Gerechtigkeit führt manchmal auf Irrwege. Das Streben nach Liebe vielleicht auch. Aber die Liebe verletzt niemanden. Gerechtigkeit kann das.